Es ist ein Geschäft mit dem Tod. Zumindest die Fernsehmoderatorin Miriam Pilau war einem wirkungslosen Krebsmittel aufgesessen und hatte alle Hoffnung darauf gesetzt. Diese Hoffnung war trügerisch. Sie hatte Studien über die Wirksamkeit in Fachmagazinen im Internet gefunden. Alles wirkte total seriös. Das Geschäft mit diesen nicht wissenschaftlichen Studien ist ein Millionengeschäft und Miriam Pilau eines ihrer Opfer. Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es war mir ein bisschen peinlich. Im Fahrradgeschäft sprach mich eine Frau an und meinte, dass wir uns kennen. Miriam Pilau schaltete ich im Nachhinein. Ich hatte sie wegen ihrer kurzen Haare nicht erkannt. Das war kurz vor ihrem Tod hier in Berlin. Damals sagte sie noch in Interviews, dass sie geheilt sei. Wenige Wochen später, am 12. Juli 2016, starb sie dann. Das hat mich ziemlich vom Hocker gehauen. Was jetzt allerdings ans Tageslicht gekommen ist, das ist dann richtig verstörend. Miriam Pilau ist Fake-Studien zu einem Medikament aufgesessen. Sie dachte, dass sie GC-MAF geheilt hätte, doch die Studien zur Wirkung waren unwissenschaftlich und konnten die Wirkung gar nicht nachweisen. So haben es jetzt Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Erschienen sind die Studien zum Beispiel im Verlag Science Publications. Was viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht wissen, hier werden die Publikationen nicht peer-reviewed. Das heißt, es gucken keine Fachwissenschaftler und Fachwissenschaftlerinnen über die Studien und bewerten sie, sondern das findet einfach nicht statt. Sie werden ungeprüft veröffentlicht. Die Studien zur GC-MAF hätten es nie in eine seriöse Publikation geschafft. Dort sehen Expertinnen und Experten über die Studien und wären in diesem Fall wohl schnell über schwere methodische Mängel gestolpert. Für Laien, aber auch für Fachleute ist das aber nicht auf den ersten Blick erkenntlich. Also ist nicht auf den ersten Blick klar, dass diese Magazine nicht seriös sind. Und so hat dieses Geschäftsgebaren dramatische Folgen. Erstens, es werden unwissenschaftliche Fake-Studien veröffentlicht, die keinen Gehalt haben. Zweitens, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen veröffentlichen in diesem Umfeld auch seriöse wissenschaftliche Studien, ohne es zu ahnen. Die Fake-Studien bekommen so eine hohe Glaubwürdigkeit. Drittens, und das ist wohl das Schlimmste, aus den falschen Studien wird zum Teil sogar in seriösen Studien zitiert. So findet die Fake-Wissenschaft ihren Weg in die seriöse Wissenschaft. Absolut katastrophal. Und die Ausmaße sind unglaublich. Nach den Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben alleine in Deutschland 5000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in solchen Fake-Journalen veröffentlicht. Sie setzen ihre Studien und ihrer Wissenschaftlichkeit damit jetzt erheblichen Zweifeln aus. Und das sind nicht nur irgendwelche Assistentinnen oder Assistenten in der zweiten Reihe. Auch renommierte Professoren und Professorinnen sind darauf reingefallen. Sie finden jetzt ihre Studien neben unwissenschaftlichen Papieren von Klimaskeptikern und Studien von Herstellern dubioser Medikamente gegen Krebs, Autismus und Parkinson. Auch wir werden hier stärker auf die Quellen achten und nicht mehr jede zehnte Studie Schokolade ist gesund, ist nicht gesund, ist gesund und so weiter und so fort veröffentlichen. Also wenn ihr kein Video zu seriösen Studien mehr hier verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video mehr, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks und Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Fake News in der Wissenschaft. Ja, da geht es um eine Fake-Studie, die es sogar in die seriöse Science geschafft hatte. Ja, bis dann. Bleibt dran.